Garden Veneta-Platz, Zentrum des Kieler Stadtteils, auf dem täglich Dutzende von Nationalitäten aufeinandertreffen. Für den Kieler Migrantenausschuss der geeignete Ort für eine Schildanbringung der Initiative Respekt. Kein Platz für Rassismus. Die Respektaktion ist ja sehr bekannt. Ist ja bundesweit sehr bekannt, vielleicht sogar auch im Ausland, das weiß ich nicht. Aber bundesweit ist das sehr bekannt. Arbeitet ja auch schon ein Jahr oder länger, weiß ich jetzt nicht mehr genau, mit IG Metall. Und wir sind auf der gleichen Linie. Die IG Metall, Partner der Initiative Respekt, leistete bereits im Vorfeld tatkräftige Unterstützung bei Planung und Durchführung der Schildanbringung. Unser Migrationsausschuss hat die Initiative quasi hier in Kiel aufgegriffen und wir als IG Metall, als Gesamt-IG Metall haben das natürlich dann unterstützt. Die wesentlichen Aspekte sind natürlich, wir haben in Kiel sehr viele Kulturen, sehr viele Kolleginnen und Kollegen in den Metallbetrieben aus unterschiedlichen Ländern und wir wollen mit dieser Aktion, mit der Unterstützung deutlich machen, dass wir gegen Rassismus sind, dass wir gegen Ausgrenzung sind und dass es darum geht, friedlich miteinander zu leben, mit den unterschiedlichen Kulturen und auch mit den unterschiedlichen Einstellungen. Eigens angereist Kiels Oberbürgermeister Thorsten Albig, der zu diesem Thema eindeutig Stellung bezog. Nie werden wir es zulassen, dass uns Respektlose auseinandertreiben, dass uns Respektlose beschädigen, dass uns Respektlose ihre Art von Nicht-Zusammenleben aufzwingen. Auch vor Ort einmal mehr die Schirmfrau der Initiative Sandra Minnett. Seit Monaten unermüdlich auf Deutschlands Straßen in dieser Angelegenheit unterwegs. Ja, und jetzt sind wir heute hier und wir sind natürlich dankbar als Initiative, dass wir heute hier so ein schönes Schild anbringen können und dass man einfach sagt, wir setzen uns hier dafür ein. Es war was los auf dem Veneta-Platz. Musik, Infostand und gelungene Redebeiträge bildeten den würdigen Rahmen für die Schildanbringung, die unter anderem vom Oberbürgermeister persönlich vorgenommen wurde. Doch Zeichen einer gelungenen Aktion ist auch immer die Aufmerksamkeit und Teilnahme der Bürger eines Stadtteils. Was ich am besten fand, war, dass so viele andere auch da waren. Also dass es eben nicht nur die Politiker waren, sondern dass viele Bürger und Bürgerinnen hier aus dem Stadtteil da waren und sich daran gefreut haben und das eben auch gezeigt haben, dass sie es unterstützen. Respektvoller Umgang miteinander ist einfach total wichtig im Zusammenleben für alle, egal welche Hautfarbe.